Moin! Wir sind heute mal in der großen Stadt und wollen mal wissen, was den Leuten zu dem Logo der Volkssolidarität einfällt. Schönen guten Mittag, ich bin Anne. Wir haben eine kurze Frage an dich. Ich habe nur eine Frage an dich. Was fällt dir zu diesem Logo hier ein? Wenn ihr es nicht wisst, einfach raten. Was könnte es denn sein? Sieht aus wie eine Biermarke, aber mit politischer Botschaft. Auch schön, okay, eine Biermarke. Apothekerzeichen oder sowas. Apotheke? Ja. Okay. Es kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Auf jeden ein Verband Fall. Für, weiß ich nicht, Hilfebedürftige. Ja. Oh, das ist ja super. Es hat wahrscheinlich auf jeden Fall was damit zu tun, dass es um faire Arbeitsbedingungen geht und ein Allgemeinwohl für die Arbeitnehmer. Fußballmannschaft vielleicht. Fußballmannschaft. Also, es sieht so aus. Vielleicht in soziale Bewegungen, ja, könnte sein. Das ist schon mal nicht schlecht. Hast du dieses Logo schon mal gesehen? Ja. Ja? Wo? Ich bin auch Krankenschwester. Super, dann weißt du ja bereits, worum es geht. Kaffee vielleicht. Oh. Mit Menschen auf jeden Fall, was Soziales. Mit Menschen ist schon mal komplett richtig. Du stehst für die Rechte der Arbeitnehmer ein vielleicht. Okay, auch interessant. Eine Initiative oder irgendeine Organisation, die sich für die Solidarität einsetzt, irgendwelche Projekte macht. Mhm. Gar nicht schlecht. Also ich bin arbeite in der Pflege. Ah, in der Pflege. Wir sind ein sozialer Wohlfahrtsverband, ja, eine soziale Einrichtung. Wir haben Kita, Tagesstätten, Sozialstationen, Wohngemeinschaften, stationäre Einrichtungen. Wir sind ein ganz großer Arbeitgeber und wir suchen neue Mitarbeiter, die sich für den Beruf noch interessieren. Ja, und wenn euch mal jemand fragt, wo man richtig zu guten Bedingungen arbeiten kann, dann sagt ihr Volkssolidarität. Super.